Ja, schönen guten Morgen. Wir dürfen Sie heute wieder recht herzlich zu unserer Pressekonferenz begrüßen. Zunächst wird Ihnen unser parlamentarischer Geschäftsführer Andreas Winhardt wie gewohnt die parlamentarische Arbeit in dieser Woche sowie unsere aktuellen Initiativen vorstellen. Im Anschluss wird unser haushaltspolitischer Sprecher Ferdinand Mang zur Klage der AfD-Fraktion beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz Stellung nehmen. Ich darf Herrn Winhardt bitten zu beginnen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen beginnen mit unserer Pressekonferenz und wir haben diese Woche am Dienstag, also heute, die Plenarsitzung. Morgen und übermorgen tagen dann die Ausschüsse und ich denke, Sie werden sehen an der Fülle der Anträge, die wir vorbereitet haben für diese Woche, an der Fülle an Initiativen, die unterwegs sind, dass bei uns, bei der AfD, der Advent nicht die Stadezeit ist, sondern wir nochmal richtig Gas geben bis Weihnachten und hier ein volles Programm liefern können. Ja, wir haben heute zuerst die Plenarsitzung und da ist es so, dass die Freien Wähler tatsächlich eine Aktuelle Stunde beantragt haben zum Thema Macherland Bayern, gemeinsam gestalten, statt verhindern, nörgeln und spalten. Ein wirklich inhaltsloser Titel. Wir sind gespannt, was kommt oder was Sie uns eigentlich damit berichten wollen. Vielleicht wollen Sie sich auch entschuldigen, dass die letzten Jahre unser Land mit Maskenpflichten, mit Corona-Auflagen etc. definitiv gespalten haben und Fortschritt verhindert haben. Und wenn dann jemand rumnörgelt, dann wurden die ja auch noch mundtot gemacht. Ich weiß nicht, was man damit sowas bezwecken will, aber man könnte auch mal wieder zum Alltag der Probleme draußen mit den Menschen wieder mal zurückkommen, dass die Menschen draußen verstehen, dass die Volksvertreter hier im Landtag sich um ihre Probleme kümmern und nicht ihre Probleme selbst machen. Das ist hier keine Showveranstaltung, wir sind Volksvertreter und was die Freien Wähler hier heute veranstalten wollen, ist eigentlich meiner Meinung nach definitiv demokratieschädlich. Wir haben uns eigentlich erhofft, dass man mal über die Probleme spricht wie Wohnungsmarkt, dass man mal darüber spricht, was ist jetzt mit den restlichen Corona-Auflagen, was ist denn beispielsweise mit der Energiewende, mit den Gaspreisen, mit der Inflation und so weiter. Die Themen liegen auf der Hand und die Freien Wähler haben sich jetzt für eine komplett inhaltsleere Aktuelle Stunde entschieden. Das ist sehr, sehr schade, das ist eine vertane Chance. Nichtsdestotrotz, wir werden dazu ausführlich Stellung nehmen, selbstverständlich, was aus unserer Sicht wichtig ist und wie man Bayern gemeinsam gestalten kann. Sie wissen, wir sind der Innovationstreiber hier im Landtag. Wir machen die meisten Anträge, wir machen die meisten Anfragen und treiben bestimmte Projekte seit längerer Zeit voran. Ich darf noch mal daran erinnern, beispielsweise Energiewende. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, dass die Kernkraftwerke länger laufen sollen. Andere anderen sind auf unseren Zug aufgesprungen. Dann haben wir auf der Tagesordnung noch verschiedene Initiativen. Wir haben einen Antrag hochgezogen, eben zu den bayerischen Kernkraftwerken, dass die länger laufen müssen, auch länger als April 2023. Sie kennen hier unsere Position und die vertreten wir seit geraumer Zeit, um eben hier auch nochmal einen Kontrapunkt zu der inhaltslosen Aktuellen Stunde zu setzen, haben wir uns entschlossen, diesen Antrag bewusst nochmal hochzuziehen. Natürlich nehmen wir auch zu den ganzen anderen Themen, die auf der Tagesordnung sind, wie beispielsweise IT-Projekte an bayerischen Schulen oder zum Gewaltschutz in Bayern entsprechend Stellung. Kommen wir jetzt aber zu unseren Initiativen und was diese Woche im Verfassungsausschuss behandelt wird, ist der Dringlichkeitsantrag der letzten Woche logischerweise, der Dringlichkeitsantrag 2, dass wir eine Corona-Amnestie wollen und die Verfahren von Bußgeldern einzustellen sind und die Bußgelder entsprechend auch zu erlassen sind. Hier hat sich ja unser Arbeitskreis 2 für Inneres entsprechend hervorgetan und das ist jetzt alles am Laufen, wie Sie sehen. Wir bleiben natürlich bei diesen Themen immer dran. Dann haben wir ein kleines Thema, auch im Verfassungsausschuss, da geht es um die Beflaggungsordnung. Keine deutsche Selbsterniedrigung im Freistaat Bayern. Sie wissen, dass vor deutschen Behörden mittlerweile gern sämtliche Fahnen zu sämtlichen Anlässen hängen. Das halten wir für falsch. Wir hätten hier einen Antrag, wo wir uns dafür einsetzen, dass grundsätzlich und dauerhaft die bayerische Staatsflagge und die Bundesflagge entsprechend vor Staatsgebäuden gehisst werden.
wenn dann noch die Europafahne oder irgendwas anderes dabei hängt, muss man sich mal überlegen, ob das sinnvoll ist in dem Zusammenhang. Aber es sind bayerische Behördengebäude und das ist immer noch der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland. Und da gehört auch entsprechend die Fahne davor gehängt. Dann haben wir auch im Verfassungsausschuss einen Antrag vom Kollegen Stadler. Keine Gendersprache in Bayern. Sie haben mitbekommen, dass in Thüringen ein Gesetzentwurf der AfD und Union gemeinsam beschieden wurde. Kommen Sie bitte herein. Guten Morgen, hallo. Kein Problem, einfach Platz nehmen. Kein Problem. Zur Gendersprache in Bayern. Und da ist es so, dass wir eben diese Sprachverhunzung in Bayern, vor allem im Behördendeutsch, nicht wollen. Wir wollen hier zurück zur klassischen deutschen Rechtschreibung, wie sie auch der Rat für die Rechtschreibung beschlossen hat oder wie er sie immer noch fordert. Dann haben wir im Sozialausschuss das Thema keine Kinderehen in Bayern. Wir haben vermehrt wahrnehmen müssen, dass leider das Thema Kinderehen noch nicht der Vergangenheit angehört, sondern dass es immer noch eine Problematik ist und dass es hier verschiedene Vorfälle in Bayern gab. Und deswegen haben sich hier die Kollegen zusammengeschlossen, einen Antrag geschrieben, wo man über die Bekämpfung von Kinderehen nochmal aufklärt und entsprechend den Schutz der betroffenen Minderjährigen intensiviert. Dann haben wir im Sozialausschuss die Problematik der steigenden Suizide bei Kindern und Jugendlichen. Das ist ja leider kein neues Thema, sondern wir haben über die letzten Jahre feststellen müssen, dass diese Zahl ziemlich stark nach oben gegangen ist aufgrund der Corona-Problematiken und der veränderten Lebenssituation bei vielen Jugendlichen. Und wir wollen hier nochmal ein ganzes Maßnahmenpaket, das man die Suizidproblematik bei bayerischen Jugendlichen und Kindern deutlich einschränkt. Dann haben wir im Landwirtschaftsausschuss ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Da geht es um die Förderung von Nutztierrassen. Die Nutztierrassen, um die es hier vorrangig geht, ist bei der Rinderzucht, dass man hier die entsprechenden Richtlinien zur Förderung von Nutztierrassen, von seltenen Nutztierrassen. Das trifft natürlich auf bestimmte Rinderrassen zu, die man die letzten Jahre beispielsweise das fränkische Fleckvieh oder Gelbvieh, das fränkische Gelbvieh beispielsweise mehr fördert. Wir hatten letzte Woche ja einen Antrag, das oberbayerische Fleckvieh, jetzt ist es da besser zu fördern. Aber wir haben auch festgestellt, dass das Programm zur Rettung von seltenen Nutztierrassen, das ist ja auch ein gewisser Genpool, zum Jahresende rausläuft. Und deswegen wollen wir das auch entsprechend erweitern und für den Haushaltsplan 23 hier Mittel bereitstellen. Da geht es um das bayerische Warmblut, da geht es um seltene Schafrassen, da geht es auch um Zweinutzungshühner, die ja jetzt wieder hochaktuell sind. Die bayerischen Staatsgüter forschen ja zusammen mit der LFL beispielsweise daran, dass man das Augsburger Huhn, das ist eine klassische Zweinutzungsrasse, also für Fleischnutzung und für Eiernutzung, wieder stärker in den Fokus nimmt. Und um diese seltenen Nutztierrassen eben zu erhalten und zu fördern, soll dieses Programm auch weiter bestehen. Dann haben wir das Thema Neobiota in Bayern. Wir haben einmal einen Antrag im Landwirtschaftsausschuss, wo es um einen Bericht, einen schriftlichen und mündlichen Bericht der Staatsregierung geht, dass man die Liste der invasiven Arten, und da geht es ja vor allem nicht nur um jetzt, die großen wie den Goldschakal oder irgend sowas, oder den Waschbär oder den Marderhund, sondern es geht ja auch mittlerweile um viele Käfer oder andere Kleintiere, sage ich jetzt mal, Insekten, die halt durch den internationalen Handel mehr und mehr zu uns kommen. Und da wollen wir hier einen Berichtsantrag, was alles an neuen Arten kommt. Und das Gleiche haben wir im Umweltausschuss. Und da sehen Sie jetzt wieder die manchmal etwas verrückte Zuteilung von den Themen in die Ausschüsse. Da geht es jetzt um das Gleiche, nämlich um die Neophyten, also Pflanzen, die sich bei uns breit machen. Sie wissen, dass das Thema Ambrosia beispielsweise die letzten Jahre schon ein großes Thema war. Ein Neophyt, der ja bei uns jetzt bei vielen
Allergien beispielsweise auslöst etc. Und von dem her wollen wir hier auch einen entsprechenden Bericht dazu, wie die aktuelle Lage ist, und wir wollen eigentlich übergehen in ein kontinuierliches Monitoring. Dann haben wir auch im Umwelt- und Verbraucherschutzausschuss das Thema 5G, wo wir das nach der gewissen Zeit der Einführung jetzt nochmal prüfen wollen. Sie wissen, wir haben das durchaus kritisch gesehen. Viele Bürgerinitiativen haben sich dagegen gewehrt, gegen die Aufstellung von neuen Funkmasten, weil ihnen die Funkintensität, die Frequenz zu hoch ist und sie da gesundheitliche Schäden befürchten. Wir wollen jetzt hier nochmal einen mündlichen und schriftlichen Bericht, wie es denn jetzt aktuell aussieht und ob schon mehr bekannt ist zu Umweltschäden, sodass wir einfach an diesem Thema auch weiter dranbleiben. Wir sind da immer ein bisschen hartnäckig. Und das Gleiche gilt auch für die Windräder. Und hier geht es um das Thema Umweltschutz sicherstellen. Keine Windräder in Hessen-Reuter-Wald. Der Hessen-Reuter-Wald ist ja ein Waldgebiet, das in der Oberpfalz intensiv mit Windkraftanlagen bebaut werden soll. Die lokale Bevölkerung wehrt sich dagegen. Und auch wir sehen diesen Windpark Silberschlag mehr als kritisch und wollen hier die Staatsregierung auffordern, sich dagegen einzusetzen. So, und jetzt sind wir durch mit unseren Initiativen. Sie sehen, es war eine ganze Menge wieder. Wir waren fleißig und wir bleiben fleißig, aber wir machen nicht nur Initiativen hier im Landtag, sondern wir verklagen auch die verschiedenen Institutionen. Und dazu nimmt jetzt mein Kollege Ferdinand Mang Stellung. Bitte schön. Schönen guten Morgen, mein Name ist Ferdinand Mang, ich bin der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion und wir erheben mal wieder Klage. Und zwar diesmal gegen das Hochschulinnovationsgesetz. Und zwar zum Hintergrund, und zwar geht es um die unzulässige Einschränkung der Rechte des ORH, des Obersten Rechnungshofes. Der Oberste Rechnungshof, der hat auch nach unserer bayerischen Verfassung, nach Artikel 80, eben ein uneingeschränktes Prüfungsrecht, das man eben gewährleisten muss, eben auch in den Gesetzen. Jetzt war es so, wie kam es jetzt dazu, dass wir jetzt Klage heben zum Hochschulinnovationsgesetz? Und zwar haben wir letzte Woche im Haushaltsausschuss das Universitätsklinikergesetz besprochen. Also es war ein anderes Gesetz, aber da wurde extra der ORH eingeladen, weil bei diesem Gesetz hat nämlich der ORH bemängelt, dass nämlich seine Prüfungsrechte unzulässig eingeschränkt wurden. Und zwar geht es nämlich darum, eben hier um die Verquickung zwischen eben Träger von staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel hier bei den Universitätsklinikas, die eben, was ja richtig und was man auch vernünftigerweise machen kann, dass man eben hier mit Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeitet, Startups gründet, Beteiligungen und so weiter und dergleichen. Aber eben hier ist eben vom Gesetz ausgenommen worden, dass eben hier der Oberste Rechnungshof eben hier diese Beteiligung und was dort eben passiert, prüfen kann. Und da hat die Staatsregierung eben oder die Regierungsfraktion, wir haben das ja da ausgiebig diskutiert, die haben gesagt, ja, das könne man nicht machen, weil da würde man das alles ausbremsen und das geht nicht und es wäre zu Überbürokratisierung und überbürokratisch. Und man hat sich dann mit den Regierungsfraktionen erstmal dahingehend geeinigt, dass man sagt, okay, das ist ein eingeschränktes Prüfungsrecht. Und da hat der ORH aber auch noch letzte Woche moniert, da gibt es immer noch große blinde Flecken. Und hat aber dann in diesem Zusammenhang, und das war eben das Interessante, auch das Hochschulinnovationsgesetz moniert. Da hat gesagt, also das ist ihm sozusagen wörtlich, also ihm durch die Lappen gegangen, weil dort ist überhaupt gar kein Prüfungsrecht des ORH mehr drin. Und wir haben uns das Gesetz dann tatsächlich angeschaut, da steht sogar ausdrücklich drin, dass sogar bestimmte Prüfungsrechte sogar ausgeschlossen sind. Also das, was vorher im vorrangigen Gesetz drin war, das hat man dann ausdrücklich ausgeschlossen, dass der Oberste Rechnungshof das nicht mehr prüfen darf. Und das ist eben hier ein ganz besonderer Knackpunkt, weil der ORH hat auch selber betont, dass er selber nicht klagen kann. Ja. Er hat selber kein Klagerecht. Und da sehen wir uns eben auch als Rechtsstaatspartei durchaus eben hier in der Pflicht, eben hier auch die Rechte des ORH zu schützen. Weil der ORH ist eines der wichtigsten Organe oder eine Kronjuwelen unserer Verfassung, die wir haben. Ja. Wenn wir dann denken, also zum Beispiel letztens der letzte Haushaltsentwurf, den hat der ORH ja auch als verfassungswidrig mehr oder weniger gerügt und wir haben ja auch da Klage erhoben, weil eben hier auch wieder Mittel zwecksentfremdet wurden und das ist eben ganz wichtig, dass der ORH eben, dass dessen Prüfungsrechte erhalten bleiben und nicht immer kontinuierlich mit jedem Gesetz weiter eingeschränkt wurden, wie es jetzt mit dem
Universitätsklinikergesetz gerade eben geschieht. Ja gut, da sind sie ein bisschen zurückgerudert, aber der OHH sagt immer noch, das ist nicht ausreichend. Und eben ganz besonders eben jetzt mit diesem Hochschulinnovationsgesetz, wo wir die Prüfungsrechte, was das hier, diese Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel angeht, komplett fast ausgeschlossen hat. Und das halten wir und eben an der OHH eben für verfassungswidrig. Und da werden wir jetzt mal dagegen Klage einreichen, weil wir halten es für sehr bedenklich, dass man eben hier den obersten Rechnungshof immer weiter von Gesetz zu Gesetz immer weiter in seinen Prüfungsrechten einschränkt. Das ist einerseits mit unserer Verfassung nicht vereinbar und andererseits, ja, wo eben hier nicht kontrolliert wird, was passiert da, was können wir da immer wieder beobachten, was gedeiht da, da gedeiht der schwarze Filz. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Es gibt nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte schön. Eva Eichmann vom BR, zwei Fragen. Ich bin keine Juristin, deswegen verzeihen Sie mir die Wissenslücke. Wo klagen Sie? Also wo klagt man dann? Zweite Frage. Sie haben jetzt zuerst bei dem Universitätsklinikergesetz von den Beteiligungen gesprochen. Geht es jetzt beim Hochschulinnovationsgesetz auch explizit um Beteiligungen? Oder was ist der Punkt, den der OHH jetzt nicht prüfen kann, was ihm eben missfällt? Könnten Sie dazu noch ein bisschen konkreter was sagen? Ja, also das geht eben letztendlich darum, eben genau dort, wo eben hier mit der Privatwirtschaft eben hier die Verbindungen sind. Also wenn eben Startups gegründet werden oder dergleichen oder andere Wirtschaftsunternehmen sich beteiligen, genau dort soll eben hier jetzt halt hier der OHH nicht mehr in dem Maße prüfen können, wie es eben eigentlich unserer Meinung nach von der Verfassung her vorgesehen ist. Also die Regierungsfraktionen, also um das noch mal ein bisschen zu erläutern, die sagen ja immer, dass das ja eben daran liegt, dass man eben hier, das wäre jetzt so bürokratisch, dann würde ja gar keiner mehr mit dem Staat Geschäfte machen, wenn man eben hier die Gefahr stünde, vom OHH geprüft zu werden. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Der OHH hat immer gesagt, und es stimmt doch, er prüft mit Augenmaß. Er prüft mit Augenmaß, er wird jetzt halt nicht jeden, der einen Bleistift an den Freistaat verkauft, also so hat man es tatsächlich im Haushaltsausschuss Argument, würde jetzt halt deswegen hier das gesamte Unternehmen prüfen, ja. Und ich denke auch nicht, dass das jetzt ein bürokratischer Bremsklotz ist, ja, weil letztendlich ist es nur eine kleine Klausel, die in diesen umfangreichen Vertragswerken drinstehen, dass eben hier der OHH eben das Prüfungsrecht hat und mehr und nicht weniger. Und wenn das tatsächlich halt dann mal eben ein Unternehmen wird, das halt mal nach oben schießt, ja, und theoretisch mal ein Milliardenunternehmen wird, dann wäre es doch wirklich wichtig, dass hier der OHH auch dann auch ein Auge drauf haben kann, ja. Dass hier eben hier, wenn es hier wirklich um viele, viele Gelder geht, dass da nichts passieren kann. Dass eben hier der OHH als Instanz eben das prüft. Ja? Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass hier zum Beispiel Vergaberecht oder dergleichen nicht eingehalten wird. Ja? Was der OHH immer moniert, was ja die Regierung dann immer dankbar aufgreift, um diese Missstände dann abzustellen. Und wie gesagt, beim Universitätsklinikergesetz, selbst dort ist man den OHH entgegengekommen und selbst das reicht nicht, da sagt man, gibt es große blinde Flecken. Und Ihre zweite Frage, also wir werden heute erstmal Popularklagen einreichen und was wir jetzt ja noch in der Prüfung sind, sind halt Meinungsverschiedenheitsverfahren, ja, also von uns als Fraktion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen.